Hi Kinder, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ich weiß nicht, warum ich Kinder sage, aber ja, schön, dass ihr dabei seid. Geht weiter im Schloss von Salazar. So, geht erstmal wieder hier hoch. Ashley hat uns so ein bisschen dafür gescholten, dass wir einfach so über den Kronleuchter springen, aber so schwer sah es jetzt auch nicht aus, oder? Also ich finde es... Komm gleich. Also ich finde, im Original sieht das krasser aus. Ah, guck mal, die Tür ist ja auf jetzt. Aber das ist ja gar nicht nötig. Guck mal, hier hat uns empfangen, der kleine Mistkerl. Na, Salazar, wo bist du? Die alle kopfüber hier hängen, ne? Was denn hier? Da unten? Oh, sorry, da muss ich aber gerade ganz kurz zurück. Den Schatz will ich mir jetzt immer noch holen, du. Der sich ja nicht mal abrollt, weißt du, der geht einfach so in die Knie und federt das weg. Wäre das so einfach. Lass mich nicht allein. Ah. Das ist ja fast schon geradeaus durchlaufen, Ashley. Ist doch so zierlich. Dachte ich mir. So, da ist nur diese, ja, dieser Schrank mit der Vertiefung. Ist überall so, ist es so martialisch hier, ne? Überall hängen Waffen rum. Foltergeräte. Ramon ist wohl sehr kriegerisch unterwegs, ha? Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Cool. Ich präsentiere, der edle Ritter beschützt die schöne Prinzessin. Guck mal, irgendwie hängt alles kopfüber, auch die Kronleuchter sind kopfüber. Bolzen, den kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Erstmal die Tür auf. Parasit und ihre Ökologie Band 2. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Dicrocoelium. Sind die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert, verändern sie deren Verhalten. Sobald es abends kühler wird, zur Zeit, wenn das Vieh grast, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Das ist da aber der Pilz, oder? Wie heißt der? Ihr wisst doch, was ich meine. Der von Lester war's. Ne? Trematoden.
Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn bestimmter Fischarten ein. Die infizierten Fische schwimmen daraufhin an die Wasseroberfläche, wo sie verbleiben, bis sie von Meeresvögeln gefressen werden. Leukochloridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke, wo sie wie Würmer pulsieren. Sie verändern das Verhalten der Schnecke und zwingen sie dazu, auf die Vorderseite eines Blattes zu kriechen, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann. Da kenne ich auch die Dinger. Sobald er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Ja, voll interessant eigentlich, ne? Keine Chance. Okay. Jetzt am unheimlichsten, dass so wenig hier los ist, ne? Schley. Guck mal, schon wieder der Farbwechsel, guck mal. Seht ihr? Das ist alles so ein bisschen warm und jetzt wird es sehr kalt. Vorsichtig. Oh nein. Ja, fuck. Genau, die Neocordyceps sind das. Die Neocordyceps und die Lateralis. Das sind die Pilze. Die Unterhaltung. Alter, jetzt nimm doch die Waffe mal raus. Wollte ich nachladen. Bis aber auch erstmal die Waffe zieht, ne? Ohne Scheiß. Meine ich.
Diese Trägheit vom Messer zur Waffe ist so ätzend, leider. So, gute Heilung hier, ha? Die ganze Zeit mit einem Senior. Senior, Senior, Senior. Geh zurück! Ist gut. Das wird laut. Nee, gegen zwei mache ich da keine Faxen. Überschätzt. Okay. Waren sie jetzt aber alle, oder? Damit sollte es gehen. Ich bin so echt fragen, wo die alle herkamen auf einmal. Schon wieder. Langsam habe ich genug. Leon, nein! Da! Weg.
Für den Penner über all die Jahre. Alter, jetzt reicht's aber auch mal hier. Von allen Seiten ist wieder angeballert. Hey, alles klar bei dir? Mann, Mann, Mann. Danke. Das ist übrigens der einzige Raum, wo ich so ein bisschen Angst habe immer. Weil der ist echt eklig. Also im Original meine ich jetzt, hier haben sie nicht großartig anders gemacht. Aber genauso, es gibt ja noch so einen Raum mit den Garadors. Uiuiui, wo man im Käfig sitzt. Super, das war's. Noch sind wir nicht sicher. Der sieht echt genauso aus wie im Original, ne? Wo ist der Penner, den ich zerschossen hab, sag mal? Wo ist er? Die alte Sau. Oh Gott, ich hab viel zu wenig Munition für die Knarre. Arschgeigen, lass mich mal was fallen hier. Frage, passt da das Fernrohr drauf? Von der anderen? Du musst erstmal nicht hier hochklettern, oder? Eine versteckte Plattform? Bisschen übertrieben, findest du nicht? Oh nein, sie muss. Hierher. Okay. Nein, sie muss wirklich. Scheiße. Muss jetzt wieder beschützen, ne? Kriegst du das hin? Ja, ich schaff das schon. Geh los. Leon! Mach weiter, ich geb Deckung! Geht doch. Bleiben. Yeah. Super nah. Oh, Senor.
noch wer? Oh nein. Warte kurz. Das ist aber ganz schön knapp von der Munition hier. So, kann ich wieder was machen? Oh ja, ich kann wieder was machen. Ja. Auf jeden Fall Gewehr und Pistole brauche ich. Nee, Flinte. Zurück. Ich glaube, ich weiß, was für eine Stelle ihr meintet, wo man sehr viel Munition braucht. Was sehr knapp wurde bei einigen. Aber es hat nicht mehr ging, besser gesagt. Los, komm. Okay. Okay. Das war jetzt echt kurz davor, dass ich aussortiere. Ich hab nichts mehr. Schade, hätte ich da jetzt gleich eine Blend geworfen, hätte ich das gewusst. Habe ich überhaupt noch eine Blend? Nee. Aha. Wow. Was? Ja, und jetzt? So. Komm. Mach's gut. Oh nein. Die arme Ash. Ich glaube, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Statt gute Reaktion. Sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Zügle dich, Kind. Ashley. Warte! Boah, die stehen halt echt alle unter der Kontrolle von Salazar, ne? Sadler. Was ist auch denn? Der Schatten im Inneren schließen sie Kapitel 7 ab. Ja. Ich habe immer 80%, ne? Gar nicht mal so gut. Das ist gar nicht mal so gut, wenn man es so sieht. Basis kommen. Es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte, ich nicht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? Owen?
Verdammt! So viel dazu. Ja, lustig, ich hätte jetzt gesagt, so, bitte langweile mich nicht. Honor One. Ja. Yeah. Voll gut, dass es hier so viel Essen gibt. Weil auf den Tisch kommt etwas Fisch, so saftig süß. Und eigentlich im Hauptspiel, also im Originalspiel, da sind hier so eine Boden, sind ganz viele Spinelle drin und Schätzchen. Hier noch was? Das Tor, da komme ich nicht durch. Oh, sehr gut. Tag. Was, Fremder? Ja, geht so, ne? Warte mal, ich höre jetzt mal das Zielfernrohr hier raus. Geht halt echt. Scheiße. Die ganze Zeit lag nicht drauf. Ist egal, ich habe auch so einigermaßen getroffen. Passt schon. Willkommen! Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Oh, er hat die Mathilda, eine Pistole, die drei Schüsse in schneller Abfolge feuern kann. Wo wir unsere Ware Wenn sie mit der... Das willst du nicht wissen, Papa. ...zugehörigen Schulterstütze ausgestattet wird. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Nicht schlecht. So, da wäre haben wir das nix. Dann alles? Geh sorgfältig damit um, okay? Alter, die kostet schon 18.000, das normale Tuning. Ah. Deine Waffen ich meine 23.000, 18. Partner, keine Sorge. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Ohne Schutzweste. Den Träger vollständig vor Einschlag in Projektilen und Explosionen schützt. Das versichere ich. Sowie Nahkampfbegegnungen den Schaden reduziert. Die Haltbarkeit kann vom Händler wiederhergestellt werden. Geil. Keine Sorge. Bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren. Komm. Wo ist die denn? Jederzeit wieder. Ich hab's da unten da so eine Anzeige jetzt. Oh, ist das cool. Das ist cool. Willkommen. Ich hab nur die Feinste. So, warte mal. Oh. Ja, die war noch besser als ein. Ja, Trio. Wie du willkommen. Fremder, oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Hat etwas Kunst? Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Ja, da sollte ich dann aber auch alles mit treffen, ne? Mit der Magnum. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Stirb mir da draußen nicht weg. Haha. Aha. So. Haben wir alles. Ich werde da, wie das aussieht hier. Gut, aber ich mache erstmal Schluss hier. Das war's für den Part. Danke fürs Zusehen, fürs Liken und fürs Kommentieren. Wir sehen uns zu Resident Evil 4 wieder. Bis dann. Tschüss.